Festivaltag Nummer 1. Gestern war ja noch Anreisetag. Ha, Noxy ist oben ohne. Das muss ich nachher zensieren, glaube ich. Goddamn. Der Morgen war schon warm und irgendwie schwer aus dem Zelt zu kommen. Aber egal, jetzt werden erstmal die Sunnycamps beschmutzt. Wir wollen jetzt eigentlich direkt mal das Sanitärcamp beschmutzen gehen. Die sind jetzt auf Endkacken. Aber irgendwie war das nicht so der Hit, weil die haben noch kein Wasser. Das nächste Sanitärcamp wäre voll weit weg gewesen. Dann wollten wir direkt mal zu Dixies. Und guck mal, die sind bestimmt noch ziemlich clean. Aber irgendwie. Man muss auch direkt mal meckern. Auf der Gond gibt es dieses Shit im Schauerbändchen. Im optimalen Design. Die haben nur diesen Papier. Ja, vor allem das ist ein Papierbändchen. Das wird doch nass beim Schauern zumindest. Beim Schitten sollte das nicht nass werden. Das wäre eher ungeil. Ja, Dixies ist noch sauber, aber ganz ehrlich, hier ist halt weit und breit noch gar nichts. Es lasst ja keiner zu O zum Kacken. Mal gucken, wie dann die Sunnycamps aussehen. Die Schnitt- und Schauerbändchen haben wir ja. Dann können wir morgen ja sogar mal duschen gehen. Auf dem Festival duschen. Ekelhaft, oder? Gott, verdammte Scheiße, es ist viel zu warm. Wir waren vorhin vorne am Einlass. Wir wollten eigentlich mal ins Infield rein. Aber da war eine Schlange von ungefähr 600 Menschen, die bei 40 Grad im Schatten in der prallen Sonne standen. Da haben wir uns dann ganz spontan gesagt, nein, wir holen uns ein Slushy und gehen wieder zurück in den Schatten. Tag 3. Wir haben gerade gefrühstückt. War das schon der dritte Tag? Ja. Also es ist der dritte Tag, wenn wir... So zeitig angereist ist wie wir. Da kommt gerade ein Fahrzeug. Also, Noxy, Frühstück. Rührei war gut. War geil. Also, es gibt Rührei, es gibt Brötchen, diverse Artweise. Mit Frikadellen und Sauerkraut. Hat mich echt ein bisschen begeistert. Aber Rührei 5 Euro, so ein Baguette 5,50 Euro. Zum Glück hat man andere Personen dabei, die nicht so viel essen. Ja. Dann hat Noxy auch satt. Genau. Also Frühstück ist zwar gut, aber ein bisschen teuer. Ja, ansonsten, es gibt weder Eis noch Trockeneis. Es eskaliert ein wenig wegen der Hitze. Es ist schon wieder scheiße und dreckheiß. Das Einzige, was es hier en masse gibt, ist Sonne und Staub. Und Musik. Ja. Musik. Titten haben wir auch noch keine gesehen. Stimmt, davon ist also auch mal gewartet. Keine Möpse auf dem Summer Breeze, das ist... 2 Jahre in Folge. Boah, Moment, es wird immer... Es wird echt heavy. Und vor allem bei den Temperaturen sollten wir noch viel häufiger Maps zu sehen. Grauenhaft. Wir melden uns später. Wenn es nur über Leinwand ist. Letztes Jahr gab es nicht mehr über Leinwand hier. Fester Bericht vom Summer Breeze. Wir sind am Arsch. Tag 4. Es ist Freitag. Freitag. Ja, Freitag. bis vor einer halben Stunde oder einer Stunde war noch alles gut. Da schien noch die Sonne, da war es uns noch zu warm. Ich gehe ganz kurz kacken, komme wieder. Üble Sturm bricht aus. Und jetzt gehen hier gerade die Securities rum und sagen schon allen, ab in die Autos. Es kommt gleich richtig dicke. Okay, bis jetzt hat es eher nachgelassen als alles andere. Ja. Aber es ist Anweisung von ganz oben wohl. Und Konzerte wurden auch unterbrochen. Konzerte wurden alle unterbrochen. Wir sitzen jetzt im Auto und warten mal ab. Auto läuft auch schon. Wenn ihr das Video seht, in der Aussetzer Tag. Hut auf Kapuze. Heißt Regen. Guckt euch die Scheiße an, wir haben keinen Bock jetzt hier irgendwie ein Video zu machen, dass wir fertig sind und wie alles war. Das mache ich zu Hause, im Trockenen, nach der Dusche. Tschüss. So, wir sind wieder zurück vom Summer Breeze. Was haben wir da so erlebt? Ich habe mir von dem einen oder anderen die Meinung über das Breeze, über die einzelnen Bands, über die Organisation und so geholt. Das werde ich euch gleich im Anschluss zeigen. Und ja, wir haben ein sehr schönes Festival erlebt, ein paar kleine Kleinigkeiten, die man aber eigentlich außer Acht lassen kann. Ansonsten war es ein Spitzenfestival, muss man echt sagen. Es gibt echt wenig, was ich bemängeln könnte. Fangen wir mal an. Okay, die Wassersituation war ein wenig, also es war arschheiß. Wir hatten gefühlte 50 Grad im Schatten. Und wahrscheinlich waren es 35 oder 36 oder sowas. Und ja, ein wenig preiswertes Wasser wäre vielleicht ganz nett gewesen. Auch am Campground P hinten. Ja, Campground P ist gleich der nächste Stichpunkt. Es ist halt schwierig auch irgendwie zu klären, dass alle irgendwie beieinander campen können. Wobei das wahrscheinlich auch einfach nicht immer gehen wird. Aber wenn man schon auf P campt, wo freigehalten werden soll, dann tatsächlich ist man einfach in Mordor.
dann ist man ab vom Geschehen. Da ist das Green Camping näher am Festivalgelände, also das Infield. Da hat man dann gute 15 Minuten Fußweg hin. So, dann die Securities. Meiner Meinung nach alle sehr nett und sehr höflich und hilfsbereit. Aber hat mich echt erstaunt. Es gab, so was ich mitbekommen habe zumindest, keinen Stress. Und es wurde auch nichts an uns herangetragen. Tatsächlich sind sie halt nachts ein bisschen schnell mit ihren Quads und ihren kleinen Wägelchen da in der Gegend rumgeheizt. Ich glaube, wenn da jemand im Weg gelegen hätte, den hätte man vielleicht nicht so schnell gesehen. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, ich an der Stelle wäre wahrscheinlich da auch durchgeheizt wie ein Blöder. Ja. Bands waren soweit todesgeil. Ich kann mich nur freuen drüber, dass die apokalyptischen Reiter da waren. Die fand ich grandios. Saltatio Mortis, Powerwolf, Serum 114 waren da, haben eine geile Show gerissen, haben ein geiles Statement zur aktuellen Flüchtlingslage abgegeben, fand ich super. Und tatsächlich ein Haufen Metalheads bei Serum 114 vor der Bühne und sind um 11 Uhr zum Frühshoppen abgegangen wie Schnitzel, fand ich super. Ja, was mir jetzt persönlich weniger gefallen hat, waren so Sachen wie Suicide Silence, aber das ist ja Geschmackssache und auf so einem Festival mit über 100 Bands sollte man ja auch gucken, dass man irgendwie für jeden was dabei hat. Und von daher, wenn da die eine oder andere Band dabei ist, die mir nicht gefallen hat, dann ist es ja mal zweitrangig und sei mal dahingestellt. So. Ja, das waren eigentlich so meine kleinen Punkte, die ich gerne so angesprochen hätte. Und jetzt hier gleich seht ihr, was andere Leute gerne so gesagt haben zum Breeze. Auf geht's! Das Beste, was ihr so gesehen habt? Powerwolf. Eindeutig. War mächtig auf jeden das Fall. War eine super Show. Und was hat euch am meisten überrascht? So Bands, die ihr noch nicht kanntet oder die ihr nicht so gut erwartet hättet? Das hat uns überrascht eigentlich. Das hat uns überrascht. Das Wetter! Doch, okay. Das gute Wetter, stimmt, im Gegensatz zum letzten Jahr. Nein, das gute Wetter, das zum schlechten Wetter wurde und wieder zum guten Wetter. Ja, genau. Und zeitweise wusste man nicht, was jetzt besser war, das gute oder das schlechte Wetter. Ja, eindeutig genau. Das gute. Und irgendeine Band gesehen, wo ihr gesagt habt, richtig scheiße? Eigentlich auch nicht. Oder? Nicht unbedingt, nee, ich hatte Emerald besser in Erinnerung, aber ja. Aber was richtig scheiße war, dass wir nicht auf unseren Platz kamen, wo wir hin wollten. Generell, was hat euch so überrascht im Festival? Was fandet ihr gut, was fandet ihr scheiße? Gab es irgendwas, was ihr scheiße fandet? Ja, dass die Einweiser blöd waren. Ja. Wie gesagt haben, wir wollen da hin und sind dann da drüben gelandet. Und ansonsten alles gut gewesen, alles geklappt. Alles super. So Jungs, Summer Breeze, was waren eure Lieblingsbands? Was habt ihr erwartet? Was hat euch überrascht vielleicht? Dass Bands gut oder weniger gut waren live und was war die schlechteste Band, die ihr gesehen habt? Was ich erwartet habe, ich habe viel erwartet von Creator. Ich wurde nicht unbedingt überrascht, aber es hat meine Erwartungen völlig erfüllt. Und eine schlechte Band habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, eigentlich, nee. Suicide Silence nicht gesehen? Nein. Dein Glück. Ich fühlte mich audiotechnisch penetriert und vergewaltigt. Ich muss dazu sagen, dass ich finde ich aber auch. Die Bands, die im Zelt spielen, haben oft vielleicht nicht so viel Glück, weil die Akustik im Zelt einfach total beschissen ist. Haben wir tatsächlich. Kommt auch an, wo du stehst. Manchmal hast du super Sound, dann stehst du einen Meter weiter hinten, dann hörst du fast gar nichts mehr, weil es so halt. Das ging uns letztes Jahr mit Eskimo Callboy so. Dieses Jahr mit Sonic Syndicate haben wir uns dann draußen hingestellt, weil draußen ist tatsächlich der Klang tausendmal besser, wieso auch immer, und haben es uns dann auf der Leinwand angeguckt. Hämatom allerdings hat drinnen ein so geiles Konzert gerissen. Hätte ich nicht erwartet in diesem Scheißzelt. Generell noch, ansonsten finde ich eigentlich, dass ich, sag ich mal, nicht die Headliner, sondern eher die kleineren Bands, eigentlich finde ich meistens besser, weil die sich einfach noch mehr Mühe geben. So richtige Headliner? Ich fand Trivium zum Beispiel ziemlich schwach. Trivium fand ich jetzt persönlich ganz gut, aber ich habe sie vorher noch nicht gesehen. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen, muss ich sagen. Und ich fand zum Beispiel die apokalyptischen Reiter, die waren hammergeil. Die Reiter waren die spitze, waren auf jeden Fall. Ja. Generell, gab es irgendwas am Breeze, was euch so von der Organisation oder irgendwas, was euch nicht gefallen hat? Was ja, euch scheiße fand? Also was ich halt blöd fand, aber sag ich mal, das kann dir auf jedem Festival passieren. Einfach, uns haben sie halt am ersten Abend ein bisschen geklaut hier. Ja. Haben sie am ersten Abend den Trichter genommen, mit fast Bier. Was haben wir noch? Einen Gaskocher haben sie geklaut. Und jetzt vorne eben gerade mein T-Shirt, das ich mir gerade gekauft habe. Bitte. Wir haben uns letztes Jahr ist halt so, ne? Ich meine,
Hast du vielleicht auf jedem Festival irgendwie. Ja, und da kommst du auch irgendwie nicht drum rum. Du kannst einfach nicht allen ständig auf die Finger gucken. Also ich sage jetzt nicht deswegen, dass Summer Breeze scheiße ist. Nein. Das hast du auch auf Wacken, das hast du überall. Das hast du überall, damit musst du rechnen einfach. Irgendwas, was du besonders gut fandet an der Orga oder am Festival an sich so? Also was ich super immer finde, ich finde eigentlich generell die Security ist ziemlich freundlich und hilfsbereit. Und auch dass die Sache mit den Dixie-Toiletten, dass die immer sauber sind, mein Gott. Die bemühen sich, man sieht eigentlich, dass sie sich Mühe geben, denke ich mal. Die Dixies haben mich dieses Jahr auch wahnsinnig überrascht, weil ganz ehrlich, die da unten bei O, die waren bis heute Morgen noch so sauber, dass man ohne zu erstecken reingehen konnte. Ja. Ich meine, wenn mal die Tür nicht zugeht, okay, kann ich mit leben, ja, aber. Das passiert mal, ja. Sonst? Ja, aber so vom Wetter her und alles eigentlich super geil. Ja, auch mit dem Wetter kann man ja nicht planen. Nee, klar, natürlich. Wir waren letztes Jahr auch da, da war es halt saukalt, sind wir alle mit Winterjacke da gesessen. Aber es ist scheißegal. Was waren so eure liebsten oder eure tollsten Ereignisse vorne so im Infield? Was waren die Bands, die euch am meisten gefallen haben oder am meisten überrascht haben? Also für mich, da ich eher ein Metal-Newbie bin, also mich nicht so unbedingt auskenne, waren viele Bands für mich was Neues. Powerwolf war total geil. Voll geil, aber das war ja schon fast mehr Schauspiel als Musik. Ja, aber genau darum geht es mir. Also ich bin hauptsächlich hier wegen der Leute, weil ich eben ein Einsteiger in die Metal-Szene bin. Das heißt, ich bin gerne mit meinen Freunden unterwegs. Ich wollte einfach eine schöne Zeit haben und die Bands haben mich eher in dem Sinne überrascht, weil ich es halt noch nicht kannte. Okay. Ja. Und hast du direkt erstmal das Metal-Einsteiger-Set gekauft? Nee, ich bin mittelaltertechnisch unterwegs. Ach so. Ja, also ich bin eben viel auf Mittelalter-Festivals und eben so eher Irish Folk und Pagan Metal und sowas unterwegs. Und ja. Ja, Kumpels. Ja mit Saltatio aber auch Heimkehr. Perfekt, Saltatio Mortem. Total toll, kann ich nichts sagen. Ich glaube, das war auch eine seiner. Du warst die Reiter. Also meine Lieblingsband. Also ich bin ähnlich wie mein Kumpel hier neben mir und ist mein erstes Summer Breeze. Und musste ganz ehrlich sagen, ich habe von Metal, habe ich mir immer dieses V-Creator vorgestellt, ne, wo einfach nur drauf gehämmert wird. Und ich war wirklich überrascht, wie viele verschiedene Sorten es gibt, wie diesen Pirate Metal. Wie eben Saltatio Mortis, wie schon gesagt wurde. Und was mich richtig, also die beste Band ever, waren die Apokalyptischen Reiter. Total. Also die waren einfach nur super. Ja, auf jeden Fall. So. Und meine Highlights waren jetzt persönlich Any Given Day, Serum 114. Und die Apos waren auch ziemlich geil. Oh. Und ich komme ähnlich hier, klar wegen den Leuten, aber halt viel auch wegen der Musik und wegen dem Pogen, wegen dem Feiern vorne. War geil. Das finde ich auch das geilste Metal-Festival in Deutschland nach wie vor. Weil das ist einmal der Rundumschlag. Du hast alles dabei. Deutschrock, Metal, Metalcore. Und vor allem gerade an Deutschrock, finde ich, suchen sie immer so nicht diese Ober-Highlight-Bands raus, sondern so Bands aus dem guten Mittelfeld, die hier zwar noch kaum ein Schwein kennt, aber wo die Leute trotzdem abgehen können. Ja, wobei die hatten halt auch mit Betontod, finde ich auch echt so. Also Betontod hat aber letztes Jahr ja schon abgesagt. Ja, die mussten einfach dieses Jahr. Ja, die mussten aber, das stimmt. Ja, aber ansonsten Serum fand ich, die haben so eine geile Show gemacht. Geil. Und die Leute sind abgegangen wie Schnitzel, war super. Das war auch um 11 Uhr morgens, aber trotzdem total der Abgang. Ja, früh shoppen mit Serum. Ja, super. War klasse. War tolle Show. Sagen, ich glaube, den geilsten Satz, den ich diese ganze Woche gehört habe, war, ich wusste nicht, dass man mit einer Holztrommel und einem Dudelsack ein Metal Festival rocken kann. Und das war einfach für mich so der Hit. Das war, also Saltatio Mortis, war einfach total cool. Super. Gab es irgendeine Band, die euch gar nicht gefallen hat oder die sonst gewohnt besser ist? Gewesen ist und diesmal ein bisschen verkackt hat? Wow, wir sind halt nicht so die ganzen, so diese Thrash, like hau drauf, Violent Dancing und sowas, ist halt nicht so unser Ding. Insofern. Aber ich finde, man kann nicht sagen, dass die Band war jetzt richtig schlecht. Ja, genau. Weil es halt gibt so viele Bands und es hat, glaube ich, für jeden etwas dabei, weil ich bin ja jetzt überhaupt kein Hardcore-Metal-Kenner oder so. Mhm. Und hier hast du alles. Also ich hatte so ein Riesenspaß, diese 5 Tage, wo ich jetzt hier war. Also ich kann nicht sagen, das war jetzt schlecht oder so. Nee, gar nichts. Weil du hattest die Alternativen und das fand ich halt cool, dass es verschiedene Richtungen gab. Ja, und auch wenn es neu ist, ist es vielleicht nicht unbedingt dein Geschmack, aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Also es war halt so, like, okay, wow, ist vielleicht nicht so ganz mein Ding, aber das heißt nicht, dass es gleich scheiße ist. Ja, sehr gute Einstellung. So würde ich das sagen. Also ich komm definitiv wieder, wenn es gezeigt wird. Auf jeden Fall. Super. Am Festival irgendwas, was euch eher weniger gefallen hat oder was ihr vielleicht sogar super gut fandet? Jo. Ehrlich gesagt, ich könnte so leben.
Wunderbar, geil, also, die Organisation. Cool wäre es, wenn es mal so eine große Uhr hätte, wo man weiß, wie viel Uhr es ist und man weiß, wann die Band spielt. Aber sonst. Das wäre geil. Ja, so ein kleiner Tower of London wäre nicht schlecht. Ja, so, weißt du, so eine riesen Säule mit so einer großen Bahnhofuhr oder so. Aber Wunschdenken ist eins. Ne? Aber was wir vorher besprochen haben, was richtig geil wäre, ist, wenn man mal nach dem Summer Breeze nachforschen könnte, wie viel Alkohol wurde denn getrunken? Wie viel Kilometer Zaun wurden denn? Weißt du, so die Daten, so was alles so, der Aufwand, die Kosten, die Bilanzen und all sowas, was wurde konsumiert? All so ein Scheiß, das wäre mal interessant einfach. Das gibt es ja auf dem Wacken zum Beispiel auch, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das auf dem Breeze auch gibt, diese Presserunde nachher. Ja, ja, das wäre mal interessant, weil das hat einen Haufen Gruppen hier interessiert, was denn der tatsächliche Aufwand wirklich war. Ansonsten, wir sind ja nicht die Einzigen, die tatsächlich ein Review machen. Ich habe da eine sehr gute Empfehlung und das werde ich sogar in das Video mit reinschneiden. Der dunkle Paraderitter auf YouTube. Der macht sehr geile Videos, der ist auch hier unterwegs. Der ist allerdings von einem VIP-Pressecamp und der hat da, glaube ich, ein bisschen mehr Einblick. Der wird dieses Jahr vielleicht ein paar Zahlen bringen. Ja, okay. Super, perfekt. Ja. Sehr cool. Zum Glück bin ich hier hinten, dann kann ich nämlich mit euch quatschen. Nämlich viel mehr davon als von einem Pressebereich. Irgendwas, was dich genervt hat? Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich finde, was würde ich gerne loswerden? Ich finde das super, dass man hier am Auto campen darf. Das war zum Beispiel auf dem Rock am Ring dieses Jahr richtig schlimm. Die haben ja die Location gewechselt, dann rennst du irgendwie 12 Kilometer mit deinem Gepäck. Das finde ich hier toll, dass man hier die Gelegenheit hat, obwohl es ja ziemlich groß ist. Ja. Viele große Festivals machen das hier nicht. Hier hast du einfach eine viel entspanntere Atmosphäre. Ich sehe, ihr habt keine Shit-and-Shower-Bändchen. Hygienische Umgebung, Dixie-Klos. Dixie sind super. Voll super. Also die Dixie sind sauberer als manchmal die normalen Toiletten auf den Festivals. Ja. Erstens und zweitens, ganz ehrlich, wir sind auf Festival und die Hardcore-Mettler, die denken, sie sind so hart und dann gehen sie weich scheißen. Sorry, aber wir sind auf Festival. Ich finde es geil, dass sie mehrmals reinigen. Total toll. Toilettenpapier war eigentlich meistens da. Habe ich jetzt auch nicht erlebt, dass es aus war. Fand ich auch krass. Wenn es aus war, dann mein Gott, okay. Look, wir sind über 40.000 Leute. Ja, du kannst nicht ständig überall sein. Erstens das und zweitens, man kann nicht jedem alles recht machen. Nee, und das insofern, dafür, dass wir im Endeffekt eine Kleinstadt sind, funktioniert es fantastisch. Oh, auf jeden Fall. Dazu gehört aber auch ein Lob an die Securities, also Rettungsdienste, die Feuerwehrler, die ständig patrouillieren. Ja. Vor allem, Securities sind ja rund um die Uhr überall. Ja. Polizei sind überall. Genau, Polizei, die wollen uns ja nichts Böses. Die sind ja nur zu unserem Schutz im Prinzip da. Genau. Ich habe mit denen, ob die Securities oder mit Polizei ist, immer Spaß gehabt. Wir haben uns immer super verstanden und da mal echt sagen, Hut ab davor. Also das klappt mit denen wunderbar. Ja. Das gehört mir dieses Jahr. Aber insbesondere dieses Jahr auch. Ja, die sind da oben mit ihren Quads und mit ihren kleinen Wägelchen durch den Dreck geheizt, wie die Blöden. Ja. Des Nachts vor allem. Ich meine, wenn da mal so ein Betrunkener in der Gegend liegt, fand ich ein bisschen grenzwertig. Aber ansonsten haben sie einen sehr guten Job gemacht. Muss man auf jeden Fall sagen. Ja. Wie gesagt, wenn man die Angesprüche hat, die waren auch immer freundlich, hilfsbereit. Also ja. Fakt ist, wir werden nächstes Jahr wieder auf Summer Breeze fahren. Hoffen, dass wir wieder so ein wahnsinnig schönes Festival erleben. Und ganz ehrlich, nächstes Jahr spielen Sabaton. Gott, wie ich mich freue. Ich habe mich eingedeckt mit Sabaton-T-Shirts und Pullovern auf dem Summer Breeze. Ich bin mit 0,0000 Cent wieder nach Hause gefahren. Ich habe alles rumgebracht. Ja, läuft. Bis nächstes Jahr.